Schüleraustausch für ein paar Wochen, ein halbes oder ein ganzes Jahr. Es gibt viele Möglichkeiten, Länder und Erfahrungsberichte aus Europa, den USA und Kanada. Doch die Schüler, um die es gleich in Laurenz Thios Beitrag geht, sind in ein Land gefahren, das offiziell gar keine diplomatischen Beziehungen zu Deutschland unterhält. Ihr Ziel? Ein kleiner Inselstaat, 180 Kilometer östlich von China. Taipei in Taiwan. Das ist gut 9000 Kilometer von Berlin entfernt. Weiter kann man für einen Schüleraustausch nicht fahren. Die Häuser viel höher. Die Kultur ganz anders. Das Essen mal scharf, mal süß. Der Glaube kennt keinen allmächtigen Gott. Es ist ein Austausch auf allen Ebenen. Die meisten Schüler kommen aus Hongkong, der Mongolei, Japan, Korea und einige aus Taiwan selbst. Den längsten Anfahrtsweg hatten allerdings sie. 6 Schüler aus ganz Deutschland sind mit der Berliner Open Knowledge Foundation, einem Digitalverein, nach Taiwan gekommen. Ein Austausch, den sie regelmäßig anbieten. Das Ziel der 15- bis 18-Jährigen? Zusammen die digitale Zukunft des Schüleraustauschs entwickeln. Wie kann man das mit digitalen Mitteln vereinfachen? Was gibt es da für Möglichkeiten, dass sich Jugendliche weltweit über Sprache, über Kultur vernetzen? Aber eben nicht nur physikalisch, sondern auch digital. Zuerst wird gebastelt, um einfaches technisches Wissen zu vermitteln. Sie sollen Voodoo-Puppen mit Sprachrekordern zusammenbauen. Was die Arbeit vereinfacht, fast alle asiatischen Schüler interessieren sich für Deutschland. Ich hatte ein Austauschjahr in Deutschland gemacht für ein Jahr. Dann habe ich Deutsch gelernt und ich finde das, weiß es nicht, ganz anders als die andere Sprache. Ich dachte, dass Deutschland als Land besonders gut in den Wissenschaften ist. Deshalb habe ich mein Austauschjahr in Deutschland gemacht und Deutsch gelernt. Die deutschen Schüler waren zwar vorher noch nie in Taiwan, aber sie sind sehr angetan. Ich hatte damit gerechnet, dass die Infrastruktur gut ist, besser als in Deutschland, aber ich habe nicht gedacht, dass sie so gut ist. Also mobile Netzabdeckung, WLAN-Abdeckung ist ja schon fantastisch. Es riecht anders, es hört sich alles anders an, das Wetter ist anders, die Leute sind anders, die Kultur ist so verschieden. Das ist unglaublich interessant, einfach da mit den Leuten in Kontakt zu kommen und mit denen über diese andere Kultur zu sprechen. Ab jetzt arbeiten sie in Einzelgruppen. Alle sollen Ideen für Apps und Programme entwickeln. Wie orientiert man sich im Gastland? Wo findet man Freunde? Das zentrale Problem ist für die meisten aber die Sprachbarriere. Ich möchte automatische Untertitel entwickeln, die in Echtzeit übersetzen, während man spricht. Dann gibt es kein Sprachproblem mehr. Ob die Technik schon so weit ist, am Ende spielt es keine Rolle, ob sie eine einsatzfähige Software programmieren. Schon allein, dass sie Ideen miteinander austauschen und voneinander lernen, bringt sie weiter. Weil das in Deutschland verbreiteter ist, dass du gefördert wirst, indem dass du eigene Ideen hast, ne? Und die dann umsetzen kannst. Das ist was, was die asiatischen Schülerinnen oft noch nicht so kennen. Bei aller Digitalisierung. Eines will hier niemand ins Internet verlagern. Das ist der Austausch selbst. In ein fremdes Land fahren, andere Kulturen kennenlernen. Dafür hat diese Begegnung im echten Leben viel zu viel Spaß gemacht.